Willkommen zurück in der Basis von Tomb Raider 5, die Chronik. Wir haben die A-Sicherung im Gepäck und alle drei Rosen gefunden und können jetzt die A-Sicherung da einsetzen, wo sie hingehört. So, und wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, fehlen uns dann noch zwei Schlüssel. Das hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Wo ist der? Da oben, oder? Wo schießen die denn? Die stehen in den Fenstern, glaube ich, oder? Jo, ich glaube da oben im Fenster. Ich lade gerade nochmal. Oh. Ich lerne das nicht mehr, Leute. Ich lerne es nicht mehr. Jo. Ich kann's halt, ne? So. Da sind wir jetzt wieder richtig. Herzlich willkommen zur Folge und so. Und dann gehen wir nochmal raus und probieren das diesmal mit unserer Desert Eagle am besten. Und da können wir nämlich direkt dahin zielen und die Gegner abschießen. Ich nehme auch mal ein kleines Medipack. So, das war ein Kopfschuss, der sich gewaschen hat. Und da oben ist auch noch einer. Der kriegt auch einen Kopfschuss. Jawohl. Gut, da hat sich das Laserzielgerät schon mal gelohnt. Und dann gehen wir mal hier rein und setzen die Sicherung A ein. Und hier müssen wir, glaube ich, dann auch noch reinkommen. Aber das könnte sein, dass die Tür aufgeht, wenn wir die Sicherung einsetzen. Sicherung A setzen wir ein. Und dann dürfte das alles funktionieren. Ja, seht ihr, die Lüftung geht an und... Das war klar, dass jetzt was kommt. Immer wenn sich das Spiel oder die Musik aufhängt, ist Gefahrenvollzug. Verzug, Entschuldigung. Jetzt drücken wir den Schalter und... Genau. Aber was ist mit diesen beiden Türen, wo noch ein Schlüsselloch drin war? Das ist jetzt noch so eine kleine Frage für mich. Weil, soweit ich jetzt das weiß, ist hier das Level Ende. Aber vielleicht waren das auch einfach nur so aufgezeichnete Schlüssellöcher und Türen, was in Wirklichkeit gar nicht verwertbar ist. Und dann gehen wir aufs U-Boot und somit ins nächste Level. Welch unwillkommene Verstärkung bei unserem kleinen Ausflug. Leonid, bitte legt die Dame doch in Ketten, ja? Ihrem kleinen Ausflug? Sie haben keine Ahnung, wofür Sie das Geld von der Mafia eigentlich bekommen haben, stimmt's, Admiral? Kleine, wer du bist und was du weißt, interessiert mich nur wenig. Wenn ich der Kapitän auf meinem eigenen Schiff wäre, würde ich dir vielleicht sogar zuhören, aber... Bedauerlicherweise erlaubt mir meine derzeitige Situation ein solches Privileg nicht. Wenn du also einfach die Klappe halten und mitgehen würdest, das wäre sehr brav von dir. Hier rein, bitte. Sie begehen einen großen Fehler und Sie wissen es.
öffnen diese Türe unter gar keinen Umständen. Verstanden? Ei, ei, Captain. Jo, das ist das neue Level, das zweite Level vom zweiten Abschnitt in diesem Spiel, und zwar das U-Boot, wie angekündigt. So, Lara wurde eingesperrt, hat wieder mal nichts, außer 5 kleine Medipacks und ein großes und die 3 Fackeln. Wir haben unsere Desert Eagle leider nicht mehr, das war ein kurzer Spaß. Ich hoffe, die finden wir wieder, weil die Waffe ist cool. So, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Telefonieren bringt nichts, weil die wissen alle, dass Lara hier eingesperrt ist und nicht raus darf. So, und sonst sieht das alles ja nicht ziemlich gut für uns aus. Aber wir wären nicht Lara Croft, wenn wir keine Idee hätten. Deswegen ziehen wir hier die Brechstange raus. Klack, da ist Lara nämlich stark genug. Die hat ja auch vorhin diesen Muskelprotz da umgelegt. Und da können wir hier die Wand aufbrechen. So. Da können wir nämlich jetzt schön durch das Lüftungssystem in das U-Boot gelangen. Stopp, zurück. Ich weiß nämlich nicht, ob hier irgendwo was zu holen ist. Nee. Das heißt, die Fackel hätten wir uns sparen können. Ja. Und dann kriechen wir halt weiter. So. Durch den Lüftungsschacht. Und ich finde, das sieht immer ziemlich furchteinflößend aus, weil das hier alles so blitzt. Und dann diese ganzen Spinnenweben da drin und Ventilatoren und überhaupt. Ich finde das, ich würde mich da drin nicht so wohlfühlen, aber Lara macht das alles natürlich nichts aus. Die kennt da nichts. Ich glaube, die Frau ist generell furchtlos. Und jetzt müssen wir hier, glaube ich, um die Ecke hangeln. Aber wir können hier auch, glaube ich, zu einem Secret gelangen. Hier ist nichts. Jetzt hat sich Lara aufgehängt. Jetzt ist sie wieder frei. Gut. Ich wollte jetzt mal hier runterklettern und gucken, ob wir da nicht irgendwie an irgendein Geheimnis oder so kommen. Ich glaube, ich habe das in Erinnerung, dass hier was ist. Aua. Also hier ist ein abgestürztes Ventilatorteil und da drüben ist ein Loch. Und da muss ich... Das ist jetzt die Frage. Rückwärtsrolle oder andersrum? Achso, von hier unten vielleicht Rückwärtsrolle. Okay. Und da haben wir unsere Secret Rose Nummer 1. Und da können wir jetzt ganz schön dran lesen, ob wir hier 2 oder 3 finden. Aber ich glaube, im U-Boot an sich finden wir 3 Rosen, genau. Alles klar. Dann springen wir hier hoch. Und dann brauchen wir nicht mehr geradeaus, weil da war ja eine Sackgasse. Genau, das ist hier. Und dann müssen wir hier um die Ecke. Und da seht ihr auch schon die Leiter, das heißt, da geht's weiter. Mit der ersten goldenen Rose im Gepäck. Läuft. So. Genau. Und hier kommt jetzt, glaube ich, die erste Stromstelle, die mir nicht so geheuer ist. Die mir gar nicht geheuer ist. Und da müssen wir, glaube ich, uns jetzt hinhängen. Aber uns kann da gar nicht viel passieren, weil wir damit ja nicht großartig in Kontakt treten. Hier ist jetzt wieder so ein Loch, wo aber, glaube ich, nichts drin versteckt ist. Aber hier kann man rein. Und da gehen wir mal hin. Ah, okay. Hier kommen wir mal kurz raus aus dem Belüftungssystem und können uns, glaube ich, ein paar Sachen holen. Das finde ich gut. Ich hoffe, dass wir hier schon die Waffen finden, weil ich hasse es, waffenlos zu sein. Da fühle ich mich immer nicht so wohl, weil man sich einfach nicht wehren kann.
Aber bis jetzt haben wir nur ein Medipack gefunden. Das kann man, glaube ich, auch aufmachen, genau. Eine Batterie. Mit dem Minuspol. Die brauchen wir später für etwas ganz Bestimmtes. Und hier ist leider gar nichts. Das heißt, wir haben leider keine Waffen gefunden, aber die Minusbatterie, und die ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Gut, dann hätten wir das und können hier wieder raus. Und die Leiter hochklettern. Und ich glaube, dann können wir ein interessantes Gespräch zwischen der Crew und dem Captain und wer auch immer da noch rummacht, belauschen. Dieser Admiral gibt's doch da noch. Ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, wer da was ist. Irgendwie steht doch jetzt der Admiral über dem Captain oder keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir uns da jetzt, glaube ich, gleich ein interessantes Gespräch anhören dürfen, was Lara da oben aus dem Lüftungsschacht belauscht. Ich glaube, die Stelle kommt jetzt. Ja, genau. Da stimmt es also. Wir sind neben dem deutschen U-Boot. Jetzt werden wir herausfinden, ob seine Fracht noch intakt ist. Die Taucher sollen sich fertig machen. Und werden wir auch irgendwann erfahren, wonach wir eigentlich suchen? Sie werden genug erfahren, um es zu erkennen. Da. Aber mehr Informationen würde Ihr begrenzter Intellekt wahrscheinlich nicht verkraften. Meiner vielleicht nicht, aber eventuell der Verstand der Spionin, die wir an Bord geschnappt haben. Eine Spionin? Ich hoffe doch, Sie haben sie ausgeschaltet. Nieta. Wir müssen zwar mit ihren Wölfen heulen, aber wir werden nicht ebenso wahllos morden. Idiot! Ich werde diese Agentin erledigen, wenn ich zurückkomme. Bringen Sie das Boot in Position! Schnell, Genosse! Backbord 5 Grad. Steuerbordmaschine ein Viertel voraus. Alle Maschinen stopp. Achtung! Alle Tauchmannschaften sofort auf ihre Stationen. Okay, die suchen hier unter Wasser irgendetwas. Das russische U-Boot und das deutsche U-Boot sucht auch etwas unter Wasser. Und Lara kommt den Leuten hier nicht recht. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir hier wegkommen. Nicht, dass uns der Typ da noch uns umbringt. Weil Lara ist hier wirklich kein erbetener Gast. Wollen wir das mal so ausdrücken. Aber jetzt lernen wir, glaube ich, erstmal den Koch kennen. Und ich glaube, der würde sich wünschen, dass er uns nie kennengelernt hat. Ich mache gerade noch mal eine Fackel an. Man weiß ja nie, ob da irgendwo noch was ist zum Hochklettern. Aber das sieht auch nicht so aus. Nee. Das heißt, wir kriechen mal hier weiter und öffnen diese Luke. So, und ich glaube, dann kommt der Spaß mit dem Koch. So, speichern wir übers Kolosseum, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir ganz vorsichtig und leise sein. Da steht nämlich der Koch. Ich komme hier schon gar nicht runter. Okay, das hat er noch nicht gemerkt. Da müssen wir jetzt ganz, ganz leise sein. Ach so. Wir haben ja diese Brechstange. Hier. Und damit werden wir dem Koch jetzt eine überbraten. Aber der ist auch wirklich... Was treibt der da überhaupt? Also das Essen, muss ich ja sagen, sieht besser aus als bei Tomb Raider 3 im Knast. Aber... Was schnippelt der da?
Also irgendwie ist der Koch komisch und er checkt gar nichts, oder? Das war nicht gut. Jetzt haben wir ein Problem. Weil wir können so nicht gegen ihn kämpfen. Das heißt, wir waren nicht vorsichtig genug. Oh, und jetzt brennen wir sowieso. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den Koch in der nächsten Folge. Irgendwie ist der komisch, der Koch. Naja, bis zur nächsten Folge.